Hi, hier ist Marc und ich habe jetzt heute kein Tutorial-Video für euch. Also da kommt jetzt auch noch natürlich was. Und eher geht es jetzt darum, ihr habt es vielleicht gesehen über meinen Social Media, über Instagram und Facebook. Das verlinke ich euch beide mal, dass ihr da auch mal up-to-date bleiben könnt. Ich war mit Sam Pilgrim. Das ist auch ein bekannter Mountainbike-YouTuber, vor allen Dingen aber auch bekannter Mountainbike-Profi, Contestfahrer. Jetzt nicht mehr so wie früher. Aber der hat ganz viel gewonnen und ihr habt den bestimmt auch schon mal ein paar Mal live gesehen. Beim District Ride in Nürnberg oder auch beim Dirt Masters in Winterberg. Und er war natürlich immer sehr weit vorne mit seinen Tricks und ist ein sehr kreativer Kopf mit seinen Videos. Ich habe ihn interviewt in Nürnberg vor 2 Jahren. Und dann zwischendurch auch mal fürs Online-Magazin. Und so hatte ich halt den Kontakt und habe dann gedacht, den lade ich mal ein, den Kollegen, ob er Bock hat, Skibiken zu gehen, weil ich ja so ein Sledgehammer-Skibike fahre. Und da hat er riesig Bock gehabt. Und so hat es sich ergeben, dass er auch hier hingekommen ist. Und für euch habe ich jetzt am Ende des Videos, nachdem ihr ein paar Impressionen bekommen habt und so, ein Gewinnspiel, wo ihr von Sam Pilgrim verloste, nicht verloste, sondern unterschriebene Bücher gewinnen könnt. Und noch den Reifen von Sam. Also er ist jetzt am Laufrad dran, aber nur den Reifen. Den hat er mir noch gegeben für die Verlosung. Den hatte einen Laufraddefekt in seinem Video, bevor er Skibiken war. In Belgien. Könnt ihr euch mal anschauen, verlinke ich mal. Da ist ihm in der Luft der Schlauch geplatzt und dann hat ihm den Reifen und den Schlauch in die Speichen, in das Schaltwerk gehauen. Und deswegen hat er dann einen Defekt gehabt. Und hat dann ein Leihlaufrad bekommen von den Kollegen von Liquid Life. Und den Reifen, den hat er mir dann überlassen für die Verlosung. Da freue ich mich natürlich für euch. Und am Ende des Videos, wie könnt ihr es dann gewinnen? Jetzt wollte ich euch noch ein bisschen erzählen, wie es gekommen ist. Also, dann kam Sam Pilgrim, hat seinen kleinen Trip gemacht mit seinem riesen Wohnmobil. Und haben uns in Winterberg getroffen. Da hat er dann die Skibikes in Empfang genommen. Und da hatte ich aber auch noch nicht die Kamera dabei. Und dann hat er den ersten Teil des Videos gedreht. Am nächsten Tag haben wir uns dann wieder getroffen zum Skibiken. Und das war halt super spannend zu sehen, so wie jemand mit seinen Können, seiner Erfahrung so auf so ein Sportgerät, was er gar nicht kennt, aufsteigt und dann Tricks probiert und so weiter. Wir konnten nicht die richtig großen Sprünge angehen in Neuastenberg im Funpark, Postwiese, weil da so eine Nebelsuppe war. Man konnte nichts erkennen. Wir hatten auf der Piste viel Spaß. Wir hatten neben der Piste hat er sich dann auch mal einen Kicker gebaut. Tom Cardy, sein Kollege, war dabei. Genau. Meine GoPro ist leider sofort in die Knie gegangen. Ich habe da mit dem Handy ein bisschen gefilmt. Besser als gar nichts, ja. Und ja, was interessant war, man konnte natürlich zwischendurch mal ein bisschen quatschen. Und ganz interessant, die Frage, die ich ihm in Nürnberg gestellt hatte, also vor 2 Jahren, ob er weiter Contest fährt. Da hat er gesagt, er hat riesig Bock noch auf Contest. Ich meine, der ist 28, so alt ist er, ist das jetzt auch noch nicht. Aber für einen Contestfahrer schon relativ alt. Und er hat ja eh schon alles gewonnen. Und damals meinte er, er hat riesig Bock, macht natürlich viele Videos. Ja, und dann hat man letztes Jahr auch gesehen, 2018, dass er noch viele Contests gefahren ist. Und jetzt meinte er auf die Frage, ob wir uns in Nürnberg sehen beim nächsten Mal, wenn das stattfindet, 2020, also in einem Jahr. Und er meinte, nee, er ist mit Contest durch. Fährt jetzt keine Contests mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie strikt er sich daran hält, aber das ist auf jeden Fall interessant zu hören. Das heißt, wir kriegen noch mehr Videos. Er macht immer 2 bis 3 Videos pro Woche und ich finde ihn immer sehr unterhaltsam, ne? Also fährt auch Trail, er wird immer besser. Ja, und hat lustige Challenges. Und wenn er sich so ein Bike wie zum Beispiel dieses kaputte Fahrrad oder nicht kaputt, dieses uralte Fahrrad, diese Free Bike Challenge, das ist irgendwie lustig. Das macht er wirklich auch dann richtige Action mit. Weil irgendwie sich ein Kinderfahrrad zu nehmen und dann zu sagen, ich gehe mal irgendwie irgendwas machen, und dann ist ja immer klar, dass es nicht so gut geht mit einem viel zu kleinen Fahrrad und viel zu schlecht. Ja, und wenn er dann so ein anderes Rad nimmt und dabei echt lustige Sachen macht, das finde ich dann auch doch noch sehr unterhaltsam. Außerdem interessant fand ich es auch, als ich mit Sam so zwischendurch gequatscht habe. Ihr wisst ja, er benutzt auch die MTB-Hopperrampe sehr häufig für seine Videos und zum Freestyle, Freeriden und. Er hat aber auch eine andere Rampe, Sander Ramp. Und da habe ich ihn mal gefragt, wenn er jetzt verschiedene mobile Rampen, die es so am Markt gibt, kennt, welche findet er denn am besten? Welche gefällt ihm besser?
Und da meint er ganz klar auf jeden Fall, die MTB-Hopper-Rampe findet er viel besser. Und ja, ich denke mal, er hat da jetzt keine großen Sponsoring-Deals oder so. Ich habe sie ja auch und andere YouTuber und so haben sie ja auch. Und man kann sie für Fahrtechnikkurse benutzen. Natürlich, wenn man sie kleiner macht, man kann die in mehreren Schritten kleiner machen oder noch größer machen. Aber ich finde es halt am besten, also für den persönlichen Gebrauch, fürs Freeriden. Also, wenn ich überlege, vorher habe ich ja in Bonn gewohnt und ganz früher um 2003, oder, da sind wir immer ganz viele Sessions gefahren in Köln. Und hätten wir da mal so eine mobile Rampe gehabt, also die Dirt Flame Session, ganz legendär, da sind wir manchmal einfach dann in so Wiesenhänge reingesprungen. Aber wir hatten halt keinen richtigen Kicker, ne? Und dann gab es manchmal so Ghetto-Rampen, dass man einfach ein paar Hölzer aneinander gelegt hat. Die sind bei jedem Absprung auseinandergekracht. Deswegen ist es auf jeden Fall super, so eine MTB-Hopper-Rampe zu haben. Yes, sir! Yeah! Hitting the berm! Oh. Man, oh. Hocking the flat. Oh yes. Do it like Bender. Back wheel first. Oh man. Tom Cardy doing the rampage thing. Oh. 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 He did it! Oh, that's really good. Doing it! What will he do? Yeah! Oh, what is he gonna do? Too slow! Oh! Yeah! Snowboard Guy. Oh. Ja, also jetzt habt ihr ein bisschen gesehen, die Action mit Sam Pilgrim. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Und ja, hoffe, beim nächsten Mal funktioniert dann auch die Kamera. Wie versprochen, das Gewinnspiel. Jetzt noch zum letzten Mal erstmal, also nicht zum letzten Mal, aber jetzt, bevor ich auch ein paar Gewinnspiele über die Social Media Kanäle mache, dieses Gewinnspiel exklusiv nur für euch, für alle Abonnenten und Zuschauer auf YouTube. Und da freue ich mich immer, dass die so treu sind und sich die Videos angucken und auch Feedback geben. Genau. Und was ihr machen müsst, also erstmal kurz zu den Gewinnen. Ich habe hier einmal das mein Mountainbike Buch und mein E-Bike-Buch Fahrtechnik. Im E-Bike-Buch ist zweigeteilt. Erstmal so normale E-Biker und der zweite Teil E-Mountainbike. Also wer E-Mountainbike fährt, für den könnte es auch sehr interessant sein. Die Bücher gibt es zu gewinnen, jeweils eins, unterschrieben von Sam Pilgrim. Und dann habe ich noch, wo ich sehr froh drüber bin, seinen Reifen. Das ist der Continental Kaiser in 2,4, 27,5. Den hat er an seinem E-Bike. Und den hat er mir überlassen, als er vorbeikam und mir in die Hand gedrückt. Ja, da habe ich gedacht, ja cool, freue ich mich. Den könnt ihr auch gewinnen. Bitte schreibt bei eurem Kommentar natürlich auch, was ihr gewinnen wollt. Es wird verlost und ihr müsst auf die Webseite meiner Bikeschule gehen, ridefirst.de,
verlinke ich euch. Und dann mal einfach, damit ich so ein bisschen Überblick habe, mir schreiben, welcher der Kursorte, die ich anbiete, wäre für euch interessant. Wo würdet ihr am liebsten einen Kurs machen, wenn ihr mal in der Gegend seid oder wenn ihr eh aus der Region kommt? Ja, das müsst ihr machen. Ich schreibe es auch nochmal drunter. Und dann wird wieder, bis das nächste Video kommt, ausgelost über random.org, dass das alles fair läuft. Das ist ein Zufallsverfahren. Ja, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Tutorial-Video mit neuen Tipps. Bis dann. Ciao.